Du, sag mal, ich würde gerne vor meiner Präsentation nächste Woche nochmal mit meinem Dozenten Herrn Nowak sprechen. Kannst du mir vielleicht helfen, wie ich da am besten an den Rand trete? Ach so, am besten gehst du einfach in die Sprechstunde, wenn er nicht sowieso ein Vorbereitungsgespräch anbietet. Okay, wie ist das mit den Sprechstunden? Muss ich mich davor anmelden oder? Ich kann dir das kurz am Rechner zeigen, wenn du magst. Gerne. Also zuerst kannst du auf die Website gehen und dann schauen, wann die Leute ihre Sprechstunden anbieten. Wenn dein Zeitfenster steht, aber nicht gesagt wird, dass du dich anmelden sollst, dann kannst du versuchen, einfach vorbeizugehen. Ah, gut. Herr Nowak hat keine festen Sprechzeiten. Da kannst du ihm eine Mail schreiben oder einfach nach der Veranstaltung nach einem Termin fragen. Okay, also ich würde dann eher wahrscheinlich eine Mail schreiben, weil nach den Vorlesungen ist immer so viel los, Ja. irgendwie. Alles klar. Sollen wir es gemeinsam machen? Ja, gerne, wenn du Zeit hast. Na klar, dann geh doch einfach mal in deine Mails. Okay. Okay, ich schreibe dann am besten wahrscheinlich sehr geehrter Herr Nowak, oder? Ja, genau. Bleib erstmal höflich und wenn er weniger steif antwortet, kannst du das übernehmen. Weißt du, ob er in der männlichen Form angesprochen werden möchte? Ach so, ja, das geht aus seiner Signatur hervor. Okay, gut. Okay. Ja. Okay, so. Ja, perfekt. Jetzt wartest du einfach ein paar Tage ab und lässt dir einen Termin vorschlagen. Okay. Ah, warte mal. Ich würde noch eine Verabschiedungsformel mit reinnehmen. Am besten mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Okay. Und wenn ich dann den Termin habe, wie? Überleg dir vorher, was du möchtest. Also ich mache mir meist Notizen mit Fragen und allem, was ich brauche. Das hilft mir, an alles zu denken. Am besten nimmst du schon mal das Konzept fürs Referat mit und lässt dir dafür Feedback geben. Oh, okay. So weit bin ich noch gar nicht. Ich habe noch gar kein Konzept. Na, ich würde schon was vorbereiten. Also eine Gliederung vielleicht oder einen Ablaufplan, wie lange was dauern soll. Okay, dann bereite ich das vor. Sehr gut. Ach so. Und am besten schreibst du alles mit, was er dir im Gespräch erzählt. Sonst vergisst du das hinterher und das kommt nicht so gut an. Okay, mache ich. Gut. Abgesendet. Super. Danke dir nochmal. Ja, sehr gerne. Lieber Maxi Müller, gern können wir uns am kommenden Montag zur Referatsvorbesprechung treffen. Kommen Sie dazu gern in meinem Büro vorbei. Ich würde Sie außerdem bitten, mir im Vorfeld noch Ihre dringendsten Fragen und schon mal den aktuellen Stand Ihrer Vorbereitung zuzusenden. Vielen Dank und beste Grüße, Anton Nowak. Sehr geehrter Herr Nowak, vielen Dank für die Möglichkeit, meine Fragen zu meinem Referat in einem Gespräch mit Ihnen zu klären. Meine Fragen sende ich Ihnen hiermit zu. Fragen zur Studie. Wie sollen die Ergebnisse interpretiert werden? Formulierung der These okay? Aufbau des Referats überarbeiten? Genug Pufferzeit eingeplant? Viele Grüße und bis nächste Woche, Maxi Müller. Mein Pronomen ist Sie. Thank you.
Guten Tag, Frau Müller. Kommen Sie bitte. Guten Tag, Herr Nowak. Kann ich Ihnen ein Glas Wasser anbieten? Ja, gerne. Dankeschön. Gut. Setzen Sie sich doch schon mal. Mache ich. Danke. Gerne. Haben Sie den Weg zum Büro gut gefunden? Die Raumpläne helfen sehr, aber ich habe das Gebäude trotzdem noch nicht ganz verstanden. Ja, das kommt bestimmt noch. Sie haben ja auch noch ein paar Semester Zeit. Das stimmt. Also, wollen wir direkt anfangen? Gerne. Gut. In Ihrer Mail haben Sie geschrieben, dass Sie gerne über die Präsentation sprechen möchten, die Sie in meinem Kurs halten werden. Vielleicht können Sie mir kurz beschreiben, woher Ihre Bedenken kommen und welche Fragen Sie genau an mich haben. Also, ich hätte gerne Ihre Rückmeldung zu den Unterlagen, die ich Ihnen gesendet habe. Ich bin hier erst im ersten Semester und ich war mir einfach nicht ganz sicher, ob meine Präsentation Ihre Kriterien erfüllt. Und es gibt so Aspekte wie zum Beispiel die Barrierefreiheit, die ich gerne noch berücksichtigen wollen würde. Und ich dachte, wenn es hier schon die Möglichkeit gibt, dass ich mit Ihnen sprechen kann, dann würde ich gerne meine Präsentation nach Ihrem Feedback einfach verbessern. Ja, natürlich. Ich habe mir Ihren Ablaufplan und die Fragen, die Sie mir geschickt haben, schon mal grob angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass Sie... Haben Sie noch irgendwelche anderen Fragen? Nein, Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Dankeschön. Sehr gerne. Dann wünsche ich Ihnen noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns nächste Woche im Seminar. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Wiedersehen. Tschüss. Hey, ich hatte gerade das Gespräch mit dem Herrn Nowak und es war wirklich richtig gut. Er hat mir total gute Tipps und Tricks mit auf den Weg gegeben für meine Präsentation. Ich danke dir nochmal, dass du mir geholfen hast. Okay, tschüss, bis später. Entschuldigung. Ich hätte ein paar Fragen zu dem Referat, das ich letzte Woche gehalten habe. Ich muss leider gleich weiter zum nächsten Termin. Worum geht's denn? Ich habe das Referat ja jetzt gehalten und ich bin mir so ein bisschen unsicher, wie ich das gemacht habe. Und deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie mir da nochmal Rückmeldungen für weitere Präsentationen an der Uni geben können. Okay. Dafür machen wir am besten wieder einen Termin in meinem Büro aus. Ich schaue mal kurz in meinem Kalender nach. Ja, okay. Wie würde Ihnen nächste Woche Donnerstagnachmittag passen? 14 Uhr zum Beispiel? Ja, das passt mir eigentlich ganz gut. Ich habe bis 13:45 Vorlesung. Gut, dann kommen Sie doch einfach wieder in mein Büro vorbei und dann besprechen wir Ihr Referat. Ja? Okay. Ach, und könnten Sie bitte wieder im Vorfeld eine Mail schreiben mit den Fragen, die Sie konkret an mich haben und wozu Sie genau Feedback bekommen möchten? Okay, ich notiere mir das gleich und schicke Ihnen das dann gleich per Mail. Gut. Dann bis nächste Woche. Ja, ich danke Ihnen.